So, da sind wir wieder. Und ich habe ja vorhin noch gesagt, was heißt vorhin beim letzten Let's Play, wir sind das Team mit der besten Form. Ja, die Form geht jetzt leicht zurück. Wir haben wahrscheinlich zu viele Spiele oder auch nicht. Aber wir spielen jetzt mal gegen Bratislava zu Hause. Das sollten wir bitte gewinnen, weil wenn wir das nicht gewinnen, ist, glaube ich, schon wieder vorbei mit dem Europapokal. Deswegen, ja, es wäre schön. Es wäre wirklich schön, einfach mal weiterzukommen. Zumindest noch eine Runde. Ja, wir schauen einfach mal, was so passiert. Wäre ja mal noch lustig zu sehen, ob wir noch irgendwas reißen. Wirklich irgendwas. Spieler haben halt 64. Ich weiß nicht, was ich da tun kann. Meine Fähigkeiten, ja, meine Fähigkeiten sind da. Wir verbessern einfach mal nach unten. Was die Mannschaft angeht, ja, was soll ich sagen? Die anderen Spieler, die Neukäufe kommen erst. Kann man auch nur warten. So, wünscht sich eine Vertragsverlängerung, möchte kurz vor Weihnachten eine Feier organisieren. Ja, dann machen wir das doch. Eine Feier ist immer gut. Eine Feier, eine Feier, eine Feier. Echt noch Torriecher? Na gut, machen wir das. Bin mal gespannt. So, ja. Du könntest dich mal anstrengen. 23, 95.000. Wenn du schon nichts tust. Komm, aber dich behalte ich. Du bist noch günstig. Ich möchte da jetzt nicht wirklich irgendwas anderes tun. So, Kündigung, Organisation. Ein Mitarbeiter hat gekündigt, wird seine Abteilung komplett überlastet, bla bla bla. Kommt Bartosz Kapuska. Kapustka oder Kapuzka? Ich sage immer Kapuzka, aber hier ist Kapuska. Maccabi Tel Aviv möchte ihn gern haben, kriegst du aber nicht. Ne, 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 ne. Sage ich jetzt einfach mal dazu. So, Slovan Bratislava wartet. Sechster Spieltag in der Euroleague. Da man ja nicht gegen sich selber spielt, ist es so, wie es ist. Und es dürfte das letzte Spiel sein. Und dann sehen wir mal, was passiert. Eieieiei. Alles möglich, alles möglich. Dann sehen wir schon, was passiert. Bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Kontrollierte Offensive, vorsichtig offensiv zu Hause. Wir gehen einfach mal so ran. Ich muss offensiv spielen. So, hier kriegt ihr nochmal 6.000 Leute. Habe ich genug Geld? Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus. Gelbe Karte, Musa Nuhu. Gleich nach 3 Minuten. Leute, das kann nicht sein. Gelbe Karte, Lukas Merola. 20 Minuten rum, 30 Minuten rum. Unentschieden würde mir auch passen. Gelb-rote Karte, das ist gut für uns. 45 Minuten rum, es gab eine gelb-rote Karte. Das heißt, die spielen nur noch zu zehnt. So. Extra Motivation geben wir mit. Wir geben einfach mal den. Was geben wir denn? Den Ostwestfalen einfach mal mit. Muss ich gerade mal meinen Kopfhörer justieren. Männer, es ist wie mit Omelettes und Eiern. Ohne Eier gibt es keine Omelettes. Es hängt nur von der Qualität der Eier ab. Im Supermarkt gibt es Eier der Klasse 1, der Klasse 2 und der Klasse 3. Einige sind richtig teuer und einige lassen dich bessere Omelettes machen. Und wenn du gar keine Eier der ersten Klasse bekommst, dann hast du als Trainer ein Problem. Ey, hat hier eigentlich mal einer auf den Tacho geguckt? Wir sitzen hier schon seit 20 Minuten. Raus jetzt, Mensch! Egal mit was für Eiern, mach die lang! Wild entschlossen, macht sie lang. Genau so sehe ich das auch. Wir gehen jetzt auf Offensiv. Wir spielen regelmäßig, zielgerichtet, bam und ab die Post. So, wir greifen mal an über Ruiz, Görtler, Görtler auf Cambieri, Cambieri auf Jules Menotte und Jeremy Jules Menotte macht das Ding. Eine gelbe Karte für Paul. Gelbe Karte für Görtler. Bloß keine gelb-rote, Leute. 60 Minuten rum. Wir wechseln. Ruiz kriegt noch die gelbe. Wir greifen aber noch an. Sergio auf Görtler. Görtler Kapustka.
Und Kapuska zieht einfach mal daneben. Passiert. Musa Nuhu mit dem Freistoß. Ah, auch leider verzogen. Aber das ist Zeit. Das ist gut so. Noch steht es 1:0 für uns. Langer Ball auf Paul. Paul zurück auf Medved. Zigi ist da. Ja, Zigi hat ihn. Sehr schön. Gelbe Karte. Moha wegen Foulspiel. Verletzung. Moha. Ja, ist gut für uns. Gelbe Karte. Alexander Kavic. Und jetzt pfeif ab. Jetzt gibt es noch einen Elfmeter. Echt jetzt. Und dann steht es 1:1. Aber das ist okay. Das ist okay. Wir haben ein Unentschieden. Das heißt, ein Punkt. Kriegen die am Schluss noch einen Elfmeter. Naja. Wir sind Gruppenerster. Leute, wir sind Gruppenerster. Es ist der Wahnsinn. Schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Es ist total geil. So, Crystal Palace. Europa League. Die letzten 32. Wir sind unter den besten 32 Europas. Bin immer gespannt. Crystal Palace gegen Braga. Gladbach gegen Glasgow. Werder Bremen gegen den FC St. Gallen. Grün-Weiß gegen Grün-Weiß. Finde ich gut. Werder Bremen ist auch eine Mannschaft. Die finde ich gut. Die sind aber auch vermeintlich viel, viel stärker. So, würdet ihr gerne wissen, wer noch alles mitspielt? Belgrad gegen Lille. Granada Monaco. Tja, sind wir die einzige Mannschaft, die Schweiz noch vertreten? Sieht wohl so aus. Wow, das gibt wohl nochmal Fernsehgelder und was weiß ich noch alles. Schön, dass wir weitergekommen sind. Von mir aus werden wir jetzt vielleicht ausscheiden. Wir werden es sehen. Bremen ist nicht einfach, aber ja, spielen ja jetzt zweite Liga in der realen Welt. Und da sind sie so lala unterwegs. Naja, jetzt erstmal gegen Zürich. Es ist, wir sind gleich auf, was das ganze Zeug angeht. Auch die Form ist ähnlich. Es wird interessant. Hier spielen wir wieder vorsichtig defensiv. Ja, ich könnte auch mal andere Taktiken spielen. Ne? Ballbesitz, Fußball oder kontrollierte Offensive. Wir sind mit der kontrollierten Offensive gut gefahren. Deswegen würde ich die auch lassen. So, es gibt natürlich wie immer Geld. Ich muss nachher mal gucken, ob das Budget dementsprechend stimmt. So, FCZ gegen den FC St. Gallen. Angriff für Zürich. Baumann, Kramer, Tosin, Kololi, Kramer, vorbei das Ding. Ich würde sagen, ihr habt zwei Chancen, wenn ihr die nicht nutzt, dann sind wir am Zug. Mal gucken, nochmal Baumann. Ja, die spielen uns schwindelig. Tosin, Kramer, an die Latte und drin das Ding. Blasch, Kramer, Freistoß Salim Khelifi. So, ich gehe da mal auf Pause. Das können wir uns so nicht bieten lassen. Wir gehen auf Offensiv. So, nochmal Zürich im Angriff. Ja, ich sag's ja, irgendwann ist es vorbei. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Und ja, wir haben eigentlich zu viele Spiele gespielt. So, Zürich im Angriff, einer nach den anderen. Ihr werdet uns noch nicht hier einen einschenken. Und bitte, bitte nicht. So, Beck hier, gelbe Karte, Miro Muheim. Jetzt kommen schon die Frustfouls. Tja, was können wir tun, damit wir hier noch, rauskommen? Ja, da kannst du nicht wirklich viel tun. Angriffsfußball spielen mit kurzen Pässen, sehr offensiv. Was anderes bleibt hier nicht übrig. Ah, Dribblings, das ist egal. Die Dribblings sind echt nicht wichtig. Distanzschüsse können wir ein paar mehr machen. Wir können auch die Konter noch ein bisschen erhöhen. Zielgerichtet ist auch für mich okay. Schauen wir mal, was passiert. So, wir greifen schon mal an. Görtler außen auf Muheim. Muheim passt auf Ruiz. Ruiz in die Mitte und da steht Jules Menot. Und der hat leider verpasst zu gucken, wo das Tor steht. Aber wir greifen weiter an. Antonio auf Görtler. Görtler auf Ruiz. Ruiz dribbelt einfach mal direkt in die Mitte. Aber da ist Brecher und hat das Ding fest. Wir wechseln aus. Ja, Nuhu geht.
Diarra-Suba kommt und es kommt Babic für Muheim. Es sind Sachen, die müssen gemacht werden. 4 zu 0 für Zürich. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das wollt ihr nicht wirklich sehen, Leute, was hier passiert. Abseits Blasch Kramer. Komm, einer wenigstens noch. Das wäre noch schön. Aber jetzt, ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Betim Fazlici. St. Gallen auf Babic. Babic auf Fazlici. Fazlici auf Diarra-Suba. Jules Menot und Brecher hält das Ding. Mann, 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 Mann. Da kannst du nicht viel sagen, da kannst du nicht viel tun. Es ist so. Es ist, wie es ist. Basel ist jetzt Erster. Ist das so? Uiuiuiui. Ergebnis ist schlecht, aber das wissen wir. Wie ist das Verhältnis mit dem Präsidium im Moment? Es ist da, auf alle Fälle. Haben Sie eine Zukunft? Gehe davon aus, dass ich weiter Trainer bin, auf alle Fälle. Da hoffe ich doch mal schwer. Ich möchte nicht gekickt werden. Ich bin Zweiter, ich bitte euch. Punktgleich mit Basel und Zürich ist Dritter. Das heißt, okay, das Spiel kann man auch mal verlieren. Ach ja, nicht aufregen, einfach nur wundern. Vielleicht hätte ich komplett defensiv spielen sollen. So, jetzt geht es dann gegen Servet und gegen Lugano. Uiuiuiui. So, wir machen mal die Galligkeit ein bisschen. Das ist auch in Ordnung. Nein, ich wollte doch nicht Spieler scouten oder verpflichten. Ich habe es zwar gemacht, aber ich wollte es eigentlich nicht. Uiuiuiui. Bin leicht verwirrt, aber nur ein bisschen. So, Weiterbildung logischerweise. Bam. Einfach mal weiter. Fanabteilung planen lassen. Wir gucken mal, was der FC St. Gallen jetzt gegen Servet reißt. Der 19. Spieltag. Es ist ja nicht mehr so lang bis zum Ende der Saison. Nicht ganz so lang. Und es wäre wirklich noch schön, dass wir was machen, reißen oder sonst was. Es hat so schön angefangen mit den Let's Plays, mit den ja vor 3-4 Let's Plays, die ich aufgezeichnet habe. Könnte ruhig mal so bleiben. So, Co-Trainer stellt auf. Quintilla, Muheim. Der Matschke, der ist halt einfach, der ist einfach Matsch, ne? Der Maschke. Der Maschke kann nicht mehr. Der kann nicht mehr. So, Co-Trainer besetzt die Bank. Ja, ist nichts da. Er muss wohl spielen. 80-78. Wir sind gut dabei. Co-Trainer sagt, dem ist es eigentlich egal, was wir spielen. Ne? Hartnäckig, zielgerichtet, kontrollierte Offensive. Ich würde mal sagen, wir fangen mit neutral an und gucken, was passiert. Stark sind wir. Ich kann auch wieder ein bisschen Geld reinpfeffern. Und dann geht das ab. Da geht das ab hier. Freistoß durch Nuhu geschossen. Er nimmt wieder Direktwetten. Einfach mal hoch reingetreten. Und da steht Leonidas Stergio im Abseits. Und Victor Ruiz mit der Ecke. Und da steht Stergio. Frick ist da und dann einfach mal abgewehrt, weg das Ding. 11 Meter durch Jordi Quintilla getreten, FC St. Gallen und das kann nicht sein. Jetzt kommt Servet in den Angriff. Mann, 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 Mann. St. Gallen, Quintilla, zum Glück haben wir ein bisschen Glück. Das ist gut so. So, geht jetzt was. Angriff St. Gallen, leider nein, verzogen. Ja, formtechnisch sind wir gut. Wir sind gut, wir sind heiß wie ein Vulkan. Wir sehen es hier. Alles ist gut, das heißt, es bleibt alles beim Alten. So, Ecke für Servet. Schalk. Haben wir ein Glück, dass das Ding vorbeigeht. 60 Minuten rum, wir wechseln. Jeremy Jules-Menot verletzt. Was passiert hier, Leute? Was passiert hier? Es ist lustig. Es ist wirklich, wirklich lustig. Wir können Fazlici bringen. Das werden wir auch tun. Lassen ihn defensives Mittelfeld spielen. Lukas Görtler kann mit der 7-0 auch ein bisschen außen spielen. Er hier auch.
Ah, Diarrasuba ist halt ein Offensiv-Mittelfeldspieler, ne? Ich find's noch lustig. Ich find's noch lustig. Können wir das so tun? Ich mach's einfach mal. Ist es egal. Wir haben halt einfach. Wir haben ja 11 Spieler, aber es ist halt einfach zu wenig, was in der Verteidigung spielen kann. Ach ja, wir spielen mal so. Gelbe Karte, Vincent Sasso. 70 Minuten rum. Wir greifen an. Nuhu auf Muheim. Muheim auf Ruiz. Ruiz dribbelt sich nach vorne und Pass in die Mitte. Jetzt komm, pass doch ab, pass. Er geht einfach mal direkt bis ans Tor. Was war das, Ruiz? Du hättest den bestimmt machen können, hast ihn aber nicht gemacht. Warum? Aber gut. Ich habe hier nur leichte kleine Bilder. Ihr wisst, was ich meine. Oh, und dann ja, vom Pfosten Alex Schalk ins Tor. Ja, wir werden wohl verlieren. Aber es passiert. Vielleicht noch der Ausgleich. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber ich sehe schwarz. Nein. Ja, jetzt ist die Zeit da, wo wir einige Spiele verlieren werden. Vielleicht haben wir doch zu viel, zu schlecht agiert. Aber ja, zweiter Platz sind wir noch. Zürich ist noch Dritter. Das heißt, es werden auch noch einfachere Spiele kommen. Alles ist möglich. So, wir haben den Fanclub besucht. Lugano wartet auch schon auf uns am 20. Spieltag. Puh. Ist es ähnlich wie letzte Saison? Ich würde sagen, ein bisschen. Nicht ganz so, aber ein bisschen ist es, ne? Ähnlich. So, Erz Nuhu, Sergio Maschke, Muheim, Görtler, Bam Bam Bam. Das sieht sehr gut aus. Aber ich habe was vergessen. Genau, die Bank muss noch besetzt werden. Ich würde ja ihn auch gerne mal wieder spielen lassen. Komm, wir nehmen ihn mal mit für Gonzalo. Genau, damit er auch mal wieder spielen darf. Soll ja auch nicht einfach immer auf seine Chancen warten. Wir spielen hier jetzt mal wieder zielgerichtet. Spielen vorsichtig offensiv. Das bleibt so, wie es ist. So, Co-Trainer stellt ein auf sonst was. Es gibt wieder Geld. Ja, so schnell geht's. Wir spielen zu Hause. Philipp Holländer mit dem Holländer, sorry, mit dem langen Pass vorbei. Das Hinspiel haben wir 1-0. Das Hinspiel ist auch gut gesagt. 1-0 gewonnen. So, Görtler, zieh ab. War leider nix. Ecke Victor Ruiz, wir spielen zu Hause. Da muss schon mehr drin sein als wie ein 1 zu 0. Quintilla, Sergio, und da ist er drin. 1 zu 0 für St. Gallen. Victor Ruiz mit der Ecke. Der Ball kommt nach innen auf Quintilla. Quintilla auf Cambieri. Cambieri kann es eigentlich. Aber Baumann ist da und wehrt den Ball ab. So, Facchinetti mit der Ecke Al-Hakiri. Fahad Al-Hajiri oder Hakiri? Naja, 1 zu 1 steht es jetzt nur noch. Verletzung fürs Gut. Lugano hat einen verletzten Spieler. Holländer ist raus. So, 45 Minuten rum. 1 zu 1. Wir sind immer noch heiß. Ich lasse alles mal so, wie es ist. Gelbe Karte Fahad Al-Hajiri. So, Angriff Lugano. Facchinetti auf Botani, Botani auf Gernd. Dann ist Lovric da, Sabatini, Gernd. Das Ding ist drin, es steht 2 zu 1 für Lugano. Das darf nicht sein. Das heißt, wir werden Fußball spielen, sehr offensiv, Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Wir werden Tag und Nacht. So, wir werden einfach mal zielgerichtet. So, wenn ich jetzt leichte Grafikstörungen habe, mein Rechner ist, glaube ich, zu heiß. Hier in der Wohnung ist es recht warm. Variabel hartnäckig lassen wir mal so. So, wir greifen an. Nuhu. Nuhu. Facchinetti hat den Ball abgewehrt und es gibt den Konter von Lugano. Weiter Ball auf Sabatini. Lovric ist da, dribbelt und Botani auf Gernd vorbei.
So, ich hoffe, dass mein Rechner das nochmal verkraftet, dass er nochmal ein bisschen kühler wird. Die Fans laufen schon, also nicht die Fans im Stadion. Kapuzka und schade, der ging leider nicht rein, aber der Ball kommt nochmal in die Mitte. Baumann ist da. Freistoß Musa Nuhu. So, der geht auf die Mitte auf Kapuzka. Kapuzka auf Sterju. Baumann ist da. Gelbe Karte Ribeiro. Leute, Leute, macht was. Nuhu auf Muheim. Muheim kann's, dribbelt, spielt den Pass auf Antonio. Antonio läuft an die Linie fast auf Cambieri und der zieht drüber. Er kann es eigentlich besser. Vielleicht passiert noch was. Nochmals Sterju. Görtler. Wenigstens ein Unentschieden. Das hätten wir uns verdient. Babic auf Fazlici und das Ding ist drin. Sein erstes Tor. Und dann gibt es die gelbe Karte für Sandy Lovric. Und Lugano greift nochmal an. Mann, 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 Mann. Fast wie im realen Leben. Gernd auf. Ah, Joachim Adais ist da. Steht 3 zu 2 für Lugano. Aber wir greifen nochmal an. Muheim auf Nuhu. Nuhu auf Fazlici. Fazlici auf Babic. Babic nochmal auf Diarra. Super. Ja, vorbei das Ding. Das dürfte gewesen sein. Wir verlieren 3 zu 2 zu Hause gegen Lugano. Das kann es eigentlich nicht geben, ne? Es darf es nicht geben, es kann es nicht geben. Und dann rutschen wir auf Platz 3 ab und übergeben den zweiten Platz an Zürich, an FCZ. Das wollen wir nicht. Wir rutschen jetzt nach unten. Ich will das nicht. Keiner will das. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist schon schwer mit dem FC St. Gallen. Da führst du die Liga an. Jetzt geht es dann gegen Basel. Jetzt sind wir formtechnisch wieder am Boden zerstört. Ja, da kannst du machen, was du willst. Das ist so, wie es ist. Kannst du machen, was du willst. Die Spieler haben es mal gut, mal haben sie es schlecht. Kann dazu nichts sagen. Es ist einfach, wie es ist. Ich reg mich gar nicht auf. Es ist Fußball. Es macht Spaß. So, jetzt gibt es mal ein bisschen Training der Beweglichkeit, torricher Technik. Wir lassen das alles so eingestellt, wie es ist. Gegen Basel defensiv spielen, logischerweise ja. Bartosz Kapuzka im Fokus von EA Gingamp. Ist auch geil. EA Gingamp. Hat nichts mit Electronic Arts zu tun, gehe ich mal davon aus. Aber man weiß es nicht. So, das Spiel gegen Basel nehmen wir noch mit. Und ich glaube, dann geht es auch schon bald gegen den SV Werder Bremen im Europapokal. So, zum Start. In den Tag werden Sie direkt vor einigen Mitarbeitern angesprochen und müssen blitzschnell und lange Bedenkzeit einige Entscheidungen treffen, damit der Laden weiterlaufen kann. Sind Sie bereit? Ja, eigentlich nicht. Wir gucken mal. Boris Babic hat seine Schieferpfeife mit den Trainingslager verbieten. Ja. Ja, komm. Mitarbeiter, schwere Gegenstände über den Teppich oder im Büro gezogen. Nein. Wollen Sie Ihren Schreibtisch durch einen modernen Schreibtisch einstellbarer Höhe ersetzen? Nein. Die Belegschaft fordert, dass die Küche ein veganes Gericht als Dauergericht anbietet. Ja, bin ich einverstanden. Das ist aber auch gut so, weil ich lebe vegan. Das heißt, sollte man schon machen. Fände ich gut. So, EA Gingamp will Bartosz Kapuszka. Wir vereinbaren mal einen Termin, um ihn abzusagen. Ihr kennt das ganze Gezeder. Prozedere. So, was ist, wenn wir 3,5 geben? 3,4? Echt jetzt? Buja, die nehmen die 3,4 noch mit. Das werden sie aber nicht machen, da bin ich mir sicher. Ja, war klar. Aber ich hätte es ja eh nicht gemacht. Habe ich ja erst gekauft. Letztes Jahr, glaube ich, habe ich ihn gekauft und ich will ihn noch behalten. Jetzt das Spiel gegen Basel im St. Jakob Park. Das wird schwer, das wird schwer, das wird schwer. Die haben 91er Stärke. Wir 80. Aber hey, wir haben auch schon gewonnen gegen Basel. Hä? Haben wir schon gemacht. So, kontrolliert offensiv, keinesfalls. Wir spielen mal wieder wie damals, defensiv mit langen Bällen oder abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel oder Ballbesitzfußball. Sehr defensiv. Wir machen das mal. Das machen wir. So, Konter kann man dann hochsetzen. Distanzschüsse runter. Abseitsfalle ist okay. Dribblings ist für mich auch okay. Ja, machen wir so. Zielgerichtet, zielgerichtet passt.
Gegen Basel darf es auch schon mal 6.000 geben. Co-Trainer stellt das Team ein. Dann heißt es Daumen drücken gegen Platz Nummer Uno, gegen Basel. So, wir greifen an. Quintilla auf Antonio. Ruiz ist da. Kapuska. Kapuska auf Görtler. Görtler in die Mitte. Nein, er geht auf Muheim außen. Cambieri und leicht vorbei. Wir haben ihn gezeigt. Wir sind da, wir sind wach. Aber Edon Segrova war mit dem Freistoß für Basel. Einfach mal in die Mitte und dann kommt Palois. Ja, Ziggy hätte ihn gehabt, bin ich mal sicher. Wir greifen nicht an. Es ist Basel über Stocker. Segrova, Oxford, Wolfswinkel. Ziggy ist da, sehr schön. So, wir sind dran. Sterju, Antonio, Görtler, Cambieri, Jules Lemort. Jules Menotte, so heißt er. Naja, mein Französisch ist nicht das Beste. So, gleich mal weiter hier. 50 Minuten rum. Es ist ein Hin und Her. Wir wechseln gleich mal aus. So, Angriff für Basel. Oxford auf Cabral. Cabral kann das, das wissen wir. Macht sein 13. Tor. Es gibt eine gelbe Karte für Fazlici. Ja, und da verlieren wir 1:0. Was nicht hoch ist gegen ein starkes Basel. Hätte auch anders ausgehen können, aber ja, leider nein. Ach ja, dritter Platz ist noch okay. Zweiter Platz wäre, wenn wir unser Ziel überbieten. Wir wollen ja Dritter werden, glaube ich. Wir können sogar Erster werden. Es ist alles noch möglich. Wir geben nicht auf. Alles wird gut. So, Vergincus, neue Stufe. Thomas Reindl ebenso, neue Stufe. Sehr schön. Dann spielen wir gegen Luzern und dann Lausanne Sport. Formtechnisch sind wir jetzt die schlechteste Mannschaft der Liga. Das ändert sich aber recht schnell. Lausanne, ja, ist gut. Und Luzern ist, naja, Luzern könnte man schlagen. Die Galligkeit wird trainiert. Unsere Kondition ist halt bei Maschke zum Beispiel im AAA. Aber das machen wir dann alles das nächste Mal. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen restlichen Tag und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Macht's gut. Ciao, ciao. Für euch am Mikro war der Frank.